Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 1123. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du uns ganz genau kennst. Und wenn du uns tadelst, wenn du uns warnst, dann nicht um uns zu ärgern und nicht um uns zu kränken sondern weil du Gefahren siehst, die wir nicht sehen. Und Herr, wir möchten heute im Glauben dein Wort für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir möchten heute hören, was du uns sagen möchtest. Und möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Johannes Kapitel 13. Jesus hat... Beim letzten Passamal mit seinen Jüngern ihnen die Füße gewaschen und ihnen gezeigt, dass sein Königreich, das Königreich seiner Liebe, darin besteht, sich für andere zu beugen, anderen zu dienen. Ja, Jesus würde sich opfern für sie, aber einer unter ihnen würde ihn verraten und Jesus. Ist darüber emotional sehr betrübt. Und er sagt seinen Jüngern im Vorhinein, dass einer unter ihnen ihn verraten wird. Und die Jünger sind erstaunt. Sie schauen sich gegenseitig an und wissen gar nicht genau, ähm, von wem er redet. Wir lesen weiter in Johannes 13, Ab Vers 23. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Das ist niemand anders als Johannes selbst, der sich zwar in der Offenbarung noch als Johannes ausgewiesen hat, aber in diesem Evangelium, das er geschrieben hat, so sehr von Jesus eingenommen ist, dass er überhaupt nur noch Jesus vor Augen hat und sich nicht einmal mehr als Johannes bezeichnet, sondern immer nur noch von dem Jünger, den Jesus liebte, sprach, weil er in einer besonderen Art und Weise eine freundschaftliche Beziehung. Zu Jesus hatte, weil er wie kein anderer äh, die Liebe Jesu aufgesogen hat, wie ein Schwamm. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Mit anderen Worten, du bist ja neben Jesus, frag ihn mal, wer ist das? Da lehnt, er sich, da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm Herr, Wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Er hat ihm diesen Bissen nicht in die Hand gedrückt. Judas hätte die Gelegenheit gehabt, ihn abzulehnen. Eine Möglichkeit noch einmal umzukehren in seinem Herzen, sich bewusst zu machen, dass Jesus von seinen Plänen weiß und dass Jesus ihn besser kennt als er sich selbst. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du nun tun willst, das tue bald. Als er diesen Bissen freiwillig annimmt, ist die Schnur zerrissen, die letzte Chance vertan. Satan hat jetzt volle Kontrolle über diesen Mann, der mehrere Jahre mit Jesus zusammen auf engstem Raum verbracht hat. Lieber Freunde, liebe Freundinnen, es kann sein, dass wir immer und immer wieder von Gott ähm, wertvolle Wahrheiten bekommen, die wir ablehnen und ablehnen und ablehnen, bis wir irgendwann uns völlig dem Satan übergeben haben, ohne dass es vielleicht Leute von außen so richtig bemerken. Aber wir können nicht auf ewig die Einladung Gottes ablehnen. Irgendwann, irgendwann ist die Gnadenzeit vorbei. Nicht weil Gott nicht mehr gnädig ist, sondern weil wir uns dann durch unser beständiges, durch unser beständiges Ablehnen der Gnade Gottes uns völlig dem Satan unterstellt haben. Das ist leider mit Judas passiert. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm, kaufe was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Als nun Jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Niemand hat die Dinge wirklich miteinander in Verbindung gebracht. Die Jünger hatten eine so gute Meinung von Simon, äh, Verzeihung von von Judas, dass sie gar nicht vorstellen konnten, dass er tatsächlich Jesus verraten würde. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Jesus weiß, es ist nicht mehr viel Zeit. Es sind jetzt nur noch wenige Stunden. Und erinnert sie an Dinge, die sie vorher schon gehört haben. Und dass er sie einmal verlassen wird in nicht allzu ferner Zukunft. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus weiß, das sind jetzt seine letzten wirklich ausführlichen Momente, die er noch hat. Danach wird alles sich jetzt überstürzen. Sein Verräter ist bereits auf dem Weg. Alles, was er jetzt sagt trägt ein ungeheures Gewicht. Es das ist das Vermächtnis, dass Jesus seinen Jüngern, die kaum ahnen, was wirklich passiert, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, das, obwohl sie es hätten wissen können. Es ist ein Vermächtnis, das er ihnen gibt. Und das hier von Johannes viel ausführlicher beschrieben wird, als es bei Matthäus, Markus und Lukas der Fall ist. Jesus hat etwas auf dem Herzen, das Wichtigste, was er ihnen jetzt mitgibt, dass sie sich behalten sollen, was sie behalten sollen, wenn er dann gestorben ist und auferstehen ist und im Himmel sein wird, dass Jesus ihnen gebietet, dass sie einander lieben sollen. Dass das, was sie mit Jesus erlebt haben, sie auch aufeinander anwenden. Dass so wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, sie auch miteinander umgehen. Das ist das Gebot, das Jesus ihnen gibt. Das ist ja eigentlich gar nicht so neu, es durchzieht schon das ganze Alte Testament. Aber es war so aus den Augen geraten, aus dem, aus dem Sinn geraten, dass es wie ein neues Gebot war, das Jesus ihnen erneut geben musste. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir werden nicht als Jünger von Jesus erkannt, aufgrund unseres Bibelwissens, auch nicht aufgrund unseres Missionseifers, sondern daran, dass wir füreinander da sind. Trotz aller unterschiedlichen Mentalitäten, kulturellen Besonderheiten, Persönlichkeiten, wenn echte Liebe unter, unter Nachfolgern Jesu vorhanden ist, dann ist das ein Beweis. Dass Jesus diese Gruppe, diese Gemeinde segnet. Haben wir in unserer Gemeinde, in unserem Hausgeist, in unserer Familie, haben wir echte, tiefe, geschwisterliche Liebe untereinander? So sehr, dass sogar Menschen, die Gott noch nicht kennen, sagen müssen: Hier ist wirklich Gott am, am Wirken. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass Jesus jetzt sterben wird. Er wird gekreuzigt werden. Aber Petrus wird später auch einmal in vielen Jahrzehnten auch gekreuzigt werden. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Oh, wenn Petrus sich doch besser gekannt hätte. Kennen wir uns wirklich gut? Kann es sein, dass wir manchmal große Pläne haben, was wir alles für Gott tun wollen und uns selbst gar nicht wirklich richtig kennen? Jesus antwortet ihm: Dein Leben willst du für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und wir kennen diese Geschichte schon aus Matthäus, Markus und Lukas. Das ist eine der wenigen Geschichten in den Evangelien, die in allen vier Berichten immer wieder erzählt werden. Wir werden noch dazu kommen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus macht jetzt deutlich, ich werde jetzt zwar sterben, ich werde dann in den Himmel auferfahren nach meiner Auferstehung, aber ich werde wiederkommen. Ihr werdet jetzt zwar über einen langen Zeitraum alleine sein, aber ich werde wiederkommen. Die Botschaft der Wiederkunft Jesu basiert nicht auf irgendwelchen... Äh, symbolischen Prophezeiungen, die man interpretieren müsste, sie basieren auf den direkten, unmissverständlichen Worten Jesu. Das ist kein Gleichnis, keine keine Erzählung. Das sind die direkten Worte Jesu, versprochen für dich und für mich. Er sagt: Ich bereite eine Wohnung im Himmel. Ich werde dorthin gehen und dann werde ich wiederkommen. Und zwar nicht einfach, um die Welt zu strafen oder äh, das Böse abzuschaffen, was alles auch im Zuge seiner Wiederkunft und dann äh, des Endgerichts nach den tausend Jahren passieren wird. Der Hauptgrund seiner Wiederkunft ist, er möchte uns, die wir in dieser dunklen Welt noch leben, zu sich nehmen. Er möchte sein, er möchte, dass wir dort sind, wo er ist. Lieber Freund, liebe Freundin, freust du dich, dass Jesus dich zu sich nehmen möchte? Und er es kaum erwarten kann, kaum erwarten kann, dass du einmal für immer und ich, dass wir einmal für immer bei ihm sind. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus geht zu seinem Vater. Und auch die Jünger können zum Vater gehen, zwar nicht buchstäblich, aber symbolisch. Und zwar durch Jesus. Denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt ihr, wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr Zugang zum Vater. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und hier sehen wir, wie er ein bisschen quasi Unglaube mitschwingt, denn Jesus hat ja gesagt, ihr habt jetzt den Vater gesehen. Und sie sagen, dann zeig uns ihn noch, ja. Als ob noch etwas fehlen würde. Jesus spricht zu ihm. Das sind erstaunliche Worte. Ganz, ganz erstaunliche Worte. So lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Philippus kannte ihn schon seit äh, knapp dreieinhalb Jahren. Und Jesus fragt ihn, kennst du mich eigentlich? Du, du kennst mich immer noch nicht? Du weißt nicht, wer ich wirklich bin? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeige uns den Vater. Was für Worte. Jesus hatte den Pharisäern in Johannes 8 gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Und hier sagt er, wer mich gesehen hat der den Vater gesehen, wenn der Vater auf die Erde gekommen wäre als Mensch, die Evangelien würden genauso geschrieben werden. Es wären die gleichen Predigten, die gleichen Wunder. Es gäbe nichts anderes zu sehen am Charakter Gottes als das, was Jesus offenbart hat. Mit anderen Worten, er hat die ganze Fülle der Gottheit für menschlichen Verstand heruntergebrochen sozusagen, offenbart. Alles, was ein Mensch in dieser sündigen Welt von Gott verstehen kann, das ist offenbart im Leben von Jesus und in seinen Berichten und dem, was Jesus gesagt hat. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Immer wieder betont Jesus im Johannes-Evangelium, dass Gott durch ihn spricht und durch ihn wirkt. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Jesus hatte ein sehr beschränktes Aktionsfeld, nur dreieinhalb Jahre, größtenteils in Judäa und Galiläa, ein bisschen in Perea, ein bisschen in Samaria, ein bisschen in der Dekapolis und an Richtung Meeresküste. Aber das ist ein sehr kleines Gebiet. Die Jünger, die Jesus aussenden würde in die ganze Welt, sie würden all das, was Jesus hier gepredigt und getan hat, in der ganzen Welt verbreiten. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für das Versprechen, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir möchten uns heute darauf vorbereiten. Wir möchten dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass wir wir sind dankbar, dass wir wissen dürfen, dass die Wiederkunft das erste Hauptziel hat, dass wir einmal bei Jesus sein können. Herr, gib, dass wir Jesus in diesem Leben zu unserem Freund gewinnen, damit wir uns auf die Wiederkunft mit überschwänglicher Freude freuen können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.